Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Nein, zurück! Was ist passiert, Mutter? Oh Gott, was ist das? Oh Gott, nein! Mutter! Mutter! Darf ich vorstellen, Jacqueline Nadler, Präsident. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Dieser Stein öffnet die Tür. Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest! Amanda! Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Du Scheißstück! Du hast alles ruiniert! Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle! Hab ich gesagt? Wo ist meine Mutter? In Avalon! Sie ist nicht tot! Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Tomb Raider Underworld. Let's Play. Meine Mund klebt irgendwie. Warum will ich jetzt gar nicht wissen? Überlebenskünstler. Oh mein Gott! Ich hoffe, man kann mich hören, etc. Es wird manchmal ruckeln, am meisten, wenn es hell ist, im Dunkeln, sehe ich keine Schwierigkeiten. Desto dunkler, desto besser für mich eigentlich. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich hoffe, das Rauschen stört euch nicht. Genau. Und es beginnt. Doppelt. Ja, die Steuerung. X ist springen. Entschuldigung, ich meine A ist springen. Auf der Tastatur wäre das Leertaste. Das wäre Q und X. Und Viereck. Kreis ist Tücken, das wäre hier. Entschuldigung. Hier ist Tuig. Und B. Na egal, ihr seht die Aufblenden. Ich spiele PC-Version, Xbox 360-Version. Ich hoffe, das ist Gameplay 004. Ich meine, The Black Tiger Eye. Übrigens dürft ihr auch ihr Let's Play sehen. Und wir wollen jetzt endlich abhauen. Verdammt. Oh, es bleibt stabil. Gut, dann will ich nicht so viel Open World sehen. Ja, wenn man gedrückt... Naja. Wenn ihr selber spielen würdet, dann würdet ihr wissen, wieso das Steuerung so leicht ist. Tür ist offen. Ich hoffe... Ich schon wieder. Entschuldigung. Ich denke immer, ich hoffe, das Rauschen stört euch nicht so. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung eigentlich hier geht. So sieht man also. Alle, alle, alle. Halleluja! So und so schnell stirbt man. Das ist aber nur selten bei mir. Hoffe ich. Irgendwie ist da was falsch. Ach so. Das habe ich übersehen. Tut mir leid. Nach ganz hinten und jetzt springen. Wackelt. Ich habe das Spiel übrigens nicht gepaged. Irgendwie, wenn ich page, dann, ja. Ist das. Könntest du bitte ziehen? Du bist ja noch lahm. Doch nicht. Ich nehme alles zurück. Du bist gut. Oha. Sieht, das waren jetzt typische Bugs. Wenn man das Spiel nicht gepatcht hat. Ich habe es nicht gepatcht, weil erstens kann ich dann, glaube ich, nicht richtig gucken bei der Auflösung, die ich jetzt habe. Und naja, das war eigentlich der letzte Grund. Das heißt, ich könnte gar nicht das Spiel jetzt playen. Sonst, das war alles in Ordnung. Schatten könnte ich eigentlich auch noch ausmachen. Fällt mir gerade zur Grafik ein. Ich weiß schon ziemlich viel über das Spiel. Ich habe das ungefähr jetzt, wartet. Eins, zwei, dreimal mindestens durch.
Ja, dreimal. Sagen wir 3,5, um genau zu sein. So, und weiter geht's. Das ist Sip und Winston. Wow! Das ist Lara. Ich weiß. Was so? Eidos Interactive, Square Enix Europe, Crystal Dynamics, Tomb Raider Underworld, lädt. Eine Woche zuvor. Geduld, Sip. Ich hab doch gesagt, dass unentdeckte Inseln im Mittelmeer ziemlich selten sind. Bist du sicher, dass dieser Professor Eddington weiß, wovon er redet? Wenn er sagt, dass Vater überzeugt war, hier den Weg nach Avalon zu finden, dann glaube ich ihm. Schon. Aber es ist... wir haben darüber geredet. Du hast geredet, Alter. Lass mich aus der Sache raus. Vielleicht gibt es Avalon wirklich, aber... nur weil dir irgendeine Verrückte erzählt, dass deine Mutter noch lebt. Ich meine, ich will ja nicht herzlos erscheinen, aber die Vorstellung, dass deine Mutter in irgendeiner keltischen Unterwelt lebt, ist irgendwie krank, findest du nicht? Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Mutter in irgendeinem mythischen Paradies hochfällt, Alistair. Was ich will, ist die Wahrheit, egal wie sie aussieht. Ich rufe dich später an. Und es geht los. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Schatten etwas wartet. Verdammt. Das kann man am besten an Lava sehen. Die sind irgendwie da. An der Schulter konnte man... da seht ihr, das flimmert irgendwie. An ihrer... Brust/Schulter. Naja. So. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Das ist kein Blind Let's Play, ich veräpple euch nur. Und damit ich, Schauspielerei. Das ist ziemlich ruckelfrei, das verstehe ich nicht. Vielleicht, na egal. Ich kapiere nicht, warum das ruckelfrei ist. Das ist ziemlich verblüffend für mich. Ich werde nun ins Wasser steigen. Ah ja, ich hoffe, es macht nichts, wenn der Part über 15 Minuten ist oder länger. Beziehungsweise 30. Ich habe die Uhr eben gerade erst gestellt. Ich habe wahrscheinlich gerade in der Zwischensequenz das Piepen gehört. Und nun viel Spaß. Die Lava schwimmt. Ah ja, unsere Waffen sind übrigens Pistole und man kann Waffen wechseln, indem man rechts analog... nee. Rechts... ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich werde übrigens... Bilder schießen. Mit Fraps. Erstens, weil es cool herkommt und... zweitens... so als Special. Ups. Oh Mann, ich hoffe wirklich nicht, dass das Rauschen zu laut ist. Beim Mikrofonverstärker, sonst wäre ich einfach viel zu leise. Ich hoffe ja, dass die Sequenzen sind immer sehr laut. Lauter als ich, rein technisch. Der Rest... können wir nochmal reden. Wir müssten eigentlich heil sein. Wir müssen Zahnräder oder... ah! Au! Ich bin gleich tot. Ich hau ab. Man sieht sich. Oh, tot. Ah, gut, mit Kreis kann man sich also noch schneller. Vergiss es. Es sind drei Haie. Da oben ist noch einer. Nee, da. Ah, da. Da sind aber Fische. Staunt einfach über die Grafik. Die Grafik... okay, ich habe die Grafik jetzt runtergeschraubt, sonst... die Grafik ist herrlich bei volle Power. Herrlich, einfach herrlich, sag ich euch. Ich würde am liebsten... ich würde am liebsten Dali, so gut ist die Grafik. Grafik schon.
Und das ist dieselbe Grafik-Engine wie bei, warum habe ich das Licht an? Dieselbe Grafik-Engine wie bei Tomb Raider Legend und Anniversary. Nur halt nochmal aufgepeppert. Ich suche gerade einen Eingang. Da einen Eingang? Nö. Da. Ah ja, warum wir unendlich tauchen können, das liegt daran, dass... Felsen, ich brauche dich als Licht aus. Seht ihr? Wir haben eine Sauerstoffflasche-Dings da. Aber warum da jetzt unendlich Sauerstoff drin ist, das frage mich nicht. Wahrscheinlich sind da noch ein paar Blätter drin. So ein Mini-Baum, der, wenn wir ausatmen, unser Kohlenstoffdioxid, das atmen wir aus für Kinder, unter die noch keinen, das noch nicht in Biologie haben. Das atmen wir aus und ja. Das ist eigentlich für uns dann noch Gift, nachdem wir es aus. Da sind alle Giftstoffe drin, könnte man sagen. Aber da, ich mach euch keine Sorgen. Wir haben noch genügend Sauerstoff auf der Erde. Ich glaube, ich hab was. Hier ein Artefakt, das kann man so sammeln. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich... Das ist unsere Karte, Dingens da, Gamepad. Nicht Gamepad, das heißt PDA. PDA-ähnliches Ding. Wie ihr seht, hab ich schon... Das liegt daran, dass ich neues Spiel... Ja... Naja, ne? Ich lösche nicht meine Safe-Games. Ich möchte zu gerne jetzt mein Relikt haben. Das brauchen wir nicht. Das werde ich auf keinen Fall benutzen. Auf keinen Fall. Ich kenne das Spiel auswendig. Hier könnt ihr lesen. Ich lese vor immer. Mein Vater starb bei einem tragischen Unfall. Auf der Suche nach Avalon, den sagenhaften Aufenthaltsort König Artus. Ich habe nie geglaubt, dass er etwas mit dem Verschwinden meiner Mutter zu tun hatte. Aber angesichts der jüngsten Ereignisse bin ich mir da nicht mehr sicher. So sicher. Professor Eddington kannte die Koordinaten, an denen Vater seine Suchen fortsetzen würde, aber er wusste nicht, wie er sie bestimmt hatte. Geschweige, denn ob es dort irgendeine Ruine gab, das muss ich selbst rausfinden. Viel Spaß. Huch, da ist ein Eingang. Ausgang. Bäh. Ich weiß nicht ganz genau, wo die Artefakte bin. Ich hab nur gerade irgendwie den Weg verloren. Hi. Warte, gezielt und... Ach, schade, hört nicht auf mich. Ich dachte irgendwie jetzt hier vorbeilaufen, Mann. Artefakt. Wir brauchen so ein Zahnrad. Ding tot. Und? Wie viel Schuss habe ich? Nicht genügend, um das auszuschwenden. Das weiß ich. Dazu später mehr, zu den Waffen. Standardgemäß habe ich 2 Pistolen. Die habe ich also immer. Vergiss es! Du bist tot! Man kann sehen, wie das Blut spritzt. Das Spiel ist übrigens ab 12. Ja. Und ich suche weiter die Zahnräder. Oh. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Kann man nicht irgendwie schneller... Man konnte irgendwie schneller schwimmen. Ich weiß nicht, wie ich gerade... Schneckentempo. Kann noch schneller schwimmen als jetzt. Ah! Ich drücke die ganze Zeit Y. Das war nämlich bei den alten Games so. Nee. Das war... Ah! Früher so. Da ist der Eingang. Eins liegt doch. Oh Mann. Wartet, ich muss mal rechts. Das hier ist wahrscheinlich... Das habe ich, glaube ich, gesucht.
Ja. Ich brauche das Ding eigentlich nicht. Guck mal, wie hell das hier alles ist. Aber ich weiß ja nicht, wie das nachher in der Videobearbeitung aussieht. Dann ist es, glaube ich, sicherer, wenn ich etwas mehr Licht im Dunkeln habe. Mir ist gerade eingefallen, warum das so flüssiger läuft. Wenn man die Grafikdetails umändert, muss man wahrscheinlich einen Neustart machen. Das habe ich wohl überlesen oder stand da nicht. Böses Hai. Böses Hai. Hi. Back. Also, das ist Select-Taste für PlayStation. Das wird nämlich Komplettlösung, sag ich schon. Ja, das Spiel, was soll ich sagen? Mir fällt gerade nicht ein, was ich sagen soll. Das Let's Play ist, kann man gut als Lösung für, was? Naja, es wird keine Lösung, es wird ein Genießer Let's Play. Ich werde mir so viel Zeit lassen an diesem Let's Play, Alter, wie Jones 1-0 Spieltipps. Und das ist mir so egal. Okay, das ist gut. Ein Schnappschuss, bitte. F10. So. Davon habe ich jetzt ein Foto gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das... Wie geht das Ding weg? Das ist dieselbe Taste, ne? Gut so. Jetzt muss man diese Augen auf dieses Feld hier bringen. Dazu einmal... Ist der jetzt in der Mitte. Dann sollte man hier möglichst. Und der letzte... Da. Wartet, den muss man zweimal. Diese drei augenartigen Dinger. Jola. Sesam öffnet sich. Boah, leck. Ah ja, die Quallen sind giftig, nicht anfassen. Da kann man, glaube ich, ganz sterben. Interessanter Felsen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt. Nein, ich habe mich nicht erschreckt. Ich habe nur so getan, Mann. An allen, die jetzt denken, Mann, hat er sich erschreckt. Ich dachte, er kennt das Spiel. Wie gesagt, ich spiele das schauspielermäßig. Jetzt ist sie nass. Das finde ich genial. Und ich mache die Schatten, glaube ich... Im nächsten Part sind die Schatten auf, sonst das sieht so... Ey, wie kann ich hier nicht rüber? Noch ein Grund mehr, um den Page zu installieren, aber nicht zu tun, sonst kann ich nicht fehlen. Hopp. Sonst müsste ich nämlich HD machen und HD kann ich nicht, weil, zwei Gründe. Ein Grund. Es ruckelt zu stark, wenn ich aufnehme. Privat spiele ich immer in HD. Da brauche ich nämlich Anti-Aliasing. Das habe ich übrigens an. Nicht anmachen. Sonst... Wenn ich jetzt Anti-Aliasing... Lava, könntest du kurz nach unten? Danke. Wenn ich Anti-Aliasing nicht an hätte, würde Lava total pixelig aussehen. Ich sag's euch. So, falls ihr nichts sehen könnt. Das sind Steine. Balla. Interessanter Muster sind da drauf. Ich überlege, ob ich ein Foto darauf mache. Foto. Entschuldigung. Ich und Xbox. Wir haben nie zusammengepasst. Jetzt müssen wir es.
Warum ich Xbox-Controller spiele? Ganz einfach, um das Spiel in andere Dinge mal zu sehen. Okay. Nach der Zwischensequenz machen wir den ersten... Ah! Das passiert das? Das Ding spuckt Feuer. Das sieht episch aus. Da so hell, da so feuermäßig. Himmel und Hölle. Hey, was ist wie auch immer? Ziehen. Ziehen. Nein, böse Lava. Nee. Darum. Tada. Flamme an. Wie gesagt, Flamme an. Unglaublich. Die Schnitzereien ähneln germanischen Arbeiten, sind aber wesentlich älter. Nie im Leben 5. Jahrhundert. Und seltsam, trotzdem viel aufwendiger. Proto-nordische Runen. Mal sehen. Reich des Nebels. Das ist Niflheim, das Reich der Toten. Nicht Avalon, sondern das nordische Äquivalent. Interessant. Davon machen wir auch mal ein Foto. Ups. Haben wir Medipack irgendwann mal eingesammelt? Foto schießen. So. Naja, das war... der erste Part. Was überschreibe ich hier? Wie ihr seht, ziehen wir viele Safe Games. Die meisten davon sind, glaube ich, Auto-Safe Games. Wartet. Gespeichertes Spiel nicht, sondern... Let's Oliver. 3911 hat übrigens auch das Spiel Let's Played. Und hat das auch mal als Let's Play genannt, deswegen mache ich das einfach auch. Partnerkanal, Partnerkanal. So, ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Jones110 Spieltipps. Mal gucken, wie lang der Part wurde für mich. Bei Let's Play Tomb Raider Underworld. Ciao.